Die Weihnachtsgeschichte. So wurde Jesus geboren. Das ist Maria. Maria lebte vor etwa 2000 Jahren in Nazareth, im heutigen Israel. Eines Tages, als Maria gerade allein war, kam ein Botschafter Gottes zu ihr, ein Engel. Maria erschrak, aber der Engel redete mit ihr. Hab keine Angst, Maria, Gott wird dir einen Sohn geben, den du Jesus nennen sollst. Er wird der Sohn Gottes genannt werden und wird für immer über die Menschen regieren. Warte mal, entgegnete Maria verwundert. Das geht doch gar nicht. Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Gott selbst wird der Vater sein und du wirst durch seinen Heiligen Geist schwanger werden. In Ordnung, antwortete Maria. Ich liebe Gott und glaube dir, dass passieren wird, was du mir gesagt hast. Maria war verlobt mit Josef, der bald mitbekam, dass sie schwanger war. Eines Nachts überlegte er, was soll ich jetzt tun? Das Kind ist nicht von mir. Ich könnte sie öffentlich anzeigen, aber dann wird sie wohl bestraft und getötet. Vielleicht ist es am besten, wenn ich sie einfach heimlich verlasse? Als er noch so darüber nachdachte, schlief er ein. Im Traum sah auch er einen Engel, der ihm sagte, Josef, heirate Maria, das Kind ist wirklich von Gott. Nenne ihn Jesus, denn er wird die Menschen von ihrer Schuld befreien. Also heirateten Maria und Josef, aber sie schliefen nicht miteinander, bis Jesus geboren war. In der Zeit, als Maria mit Jesus schwanger war, hatte der Herrscher, der Kaiser, vor, alle Menschen in seinem Herrschaftsgebiet zu zählen. Dafür befahl er allen, in ihre Geburtsstadt zu gehen und sich dort in Listen eintragen zu lassen. Josef, Marias Mann, war aus Bethlehem und so mussten die beiden eine lange Reise von Nazareth nach Bethlehem antreten. Maria war hochschwanger. Sie kamen in Bethlehem an und suchten nach einer Unterkunft für die Nacht. Alles war schon voll und sie wurden immer nur abgewiesen. Einer der Gastwirte bot ihnen einen Stall für die Nacht an, weil sie nirgendwo anders unterkommen konnten. Als sie im Stall waren, kam Jesus zur Welt. Sie wickelten ihn in ein paar Kleidungsstücke ein und legten ihn in eine Futterkrippe im Stall. In der Nacht, in der Jesus geboren wurde, gab es ein paar Hirten, die auf dem Feld Schafe hüteten. Mitten in der Nacht wurde es plötzlich sehr hell um sie herum und sie bekamen große Angst. Da sahen sie, dass das helle Licht ein Botschafter Gottes, ein Engel war. Er sagte zu ihnen, habt keine Angst, ich habe gute Neuigkeiten für euch. Heute ist in Bethlehem der geboren, der alle Menschen retten wird, der Messias. Ihr werdet ihn in einer Futterkrippe in einem Stall finden. Als er das gesagt hatte, kamen auf einmal viele Engel und fingen an zu singen. Gelobt sei Gott im Himmel und Frieden den Menschen auf der Erde, an denen er gefallen hat. Dann verschwanden die Engel wieder. Die Hirten ließen alles stehen und liegen und suchten den Stall in Bethlehem. Als sie Maria, Josef und Jesus gefunden hatten, freuten sie sich und dankten Gott für dieses Kind. Einige Zeit bevor Jesus geboren wurde, gab es ein paar Gelehrte, die die Sterne erforschten. Sie lebten weit östlich von Israel, im Morgenland. Das ist im heutigen Mittleren Osten. Eines Nachts entdeckten sie eine außergewöhnliche Sternenkonstellation, die sehr selten ist. Nachdem sie ihre Bücher durchforscht hatten, fanden sie heraus, dass diese Sternenanordnung bedeutete, dass in Israel ein neuer, ganz besonderer König geboren wurde. Sie machten sich auf eine weite Reise, die sie zur Hauptstadt von Israel, Jerusalem, führte. Dort suchten sie den König, weil sie dachten, er hätte einen Sohn. Der König befragte seine Gelehrten, die sich mit der Heiligen Schrift, der jüdischen Bibel, auskannten, und schickte sie weiter nach Bethlehem. Bald fanden sie Jesus mit seinen Eltern im Stall.
Sie waren voller Freude, als sie ihn sahen, und machten ihm wertvolle Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe.